Gegenüber, so hat es Christoph Ziemer 1990 unweit von hier auf dem Altmarkt genannt, ist ein Tag, an dem der Weg in die Zukunft über das Erinnern führt. Mit dem 13. Februar sind ganz viele unterschiedliche und auch widersprüchliche Erlebnisse verbunden. Wie soll da eine überhaupt einfache Antwort aussehen? Wenn wir aber erfahren wollen, was diese eine Nacht aus dem Menschen gemacht hat, wie sie das Leben dieser Menschen bis heute prägt, dann setzen wir uns hin und hören einfach zu. Ich glaube, nur jemand, der wirklich dabei gewesen ist oder zumindest etwas Vergleichbares erlebt hat, kann wirklich nachvollziehen, wie es damals gewesen ist. Schöne Träume. Und sie trauern mit mir, als mein selbstgebastelter Traum, alle Bewohner aus unserem brennenden Haus zu retten, am 13. Februar 1945 von dem großen Feuer aufgefressen wurde. Straßen wurden zu Grenzen und Nachbarn waren auf einmal Feinde. Die psychologischen Konsequenzen des Krieges sind ebenfalls nicht zu unterschätzen. Die Angst, die Unsicherheit, der Verfall des Landes und das scheinbar hoffnungslose Warten auf einen Ausweg, auf Frieden, wirkten sich auf jedermann aus. I believe now that all this happened because the sense of the logic, the reason, was lost of the perception of the ideologies concerning the value of the human life. Remembrance events, an event about history, memory and commemoration of World War II. Das heißt, erinnern sollte kein Selbstzweck sein. Und wir müssen fragen, was meinen wir denn, wenn wir sagen, Lernen aus der Geschichte soll der Bewältigung der Zukunft dienen. Diese Veranstaltung soll helfen, Rassismus, Diskriminierung und Gewalt gegenüber Einwanderern, Asylbewerbern und Flüchtlingen zu unterbinden. Diese Veranstaltung ist eine intellektuelle Kampfansage an Pegida und neonazistische Bewegungen.
Doch wenn Weisheit die Hand hält und Liebe sie führt, bewegt durch Verständnis und Neugier berührt, Freundschaft schützt und behütet, Toleranz sie umgibt, Freiheit, Denken und Forschen als Antrifugier nicht mehr Geld Menschen leitet und man Ehrlichkeit sät, nennt man das dann den Tempel der Humanität. Er erzählt gerne Geschichten. Er kann das gut. Er hat auch diese Stimme, die ihm das Erzählen nahelegt. Und ich tue so, als ob ich keines dieser Märchen kenne. Ich glaube in jedes Wort. Es ist eine heimliche Übereinkunft zweier Kinder. W tym białym domu, w szklanym pokoju, gdzie
You can photograph, you can see there was nothing, totally nothing. Everything was destroyed. And rebuild the five walls. In the bigger room, it's very good. Yeah. I'm very experienced on this kind of situation. So.